Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Wow, du siehst heute wunderschön aus. Hast du etwas Neues mit deinen Haaren gemacht? Hallo, ich möchte dich küssen. Machst denn du gerade? Dann eben nicht. Dann verzichte ich halt heute auf dein Küsschen. Aber meine Kleine tue ich auf jeden Fall begrüßen. So. Wir haben hier leider kein Holz drin. Aber das ist nicht so schlimm. So, das ist los. Meine Mieze muss ich natürlich noch streicheln. Das gebe ich vorher. Moment. Den violetten Pilz, den brauche ich für Pam, den kann ich nicht abgeben. Und hier ist ein bisschen was fertig geworden, hier diese Früchte, die es halt im Winter gibt, ne? Die nehme ich natürlich mit. Die packe ich hier in meine... So, packe ich hier in die Kiste. Und da ist sogar eine Hasenpfote drinne. Dann nehme ich sogar lieber die Hasenpfote mit. Das Muschelzeug verkaufe ich. Dann muss man heute auf jeden Fall die Aufgaben an Pam und Gas abgeben. So, wenn wir ein Dino-Ei haben, können wir gleich einen neuen Dino züchten. Hallo? So. Ah, das Knuddeln, das hält immer so lange auf hier, ne? Ne, wir gehen hier unten durch. Und ich brauche echt Fasern, aber ich habe ja relativ viel Fasern angepflanzt. Da sollte es eigentlich wieder eigentlich einiges geben. Ach, ist das ein schönes, entspanntes Spiel. Ich finde das toll. Es macht auch echt Spaß. So. Ich weiß auch nicht, wenn ich auf der Ingwerinsel bleibe, ob ich da... Ja, Rezept gibt es heute auch und der fahrende Händler ist auch da. Und sogar zwei. Sehr gut. Packe ich eins auf jeden Fall gleich dort rein, dass das gezüchtet wird. Und dann gebe ich hier meine Kakteen ab. Ich könnte natürlich zum Gewächshaus gehen. Ich muss mal schauen. Ich denke mal, uralte Frucht ist fertig. Kakteen habe ich ja nur so eine... Habe ich ja nur so eine kleine... Anlaufstelle da. Aber Kakteen... gab es ja auch... Uralte Früchte sind auch fertig. Sehr gut, die nehme ich natürlich alle mit. Da könnte ich theoretisch gesehen Samen rausmachen. Was ist das hier? Das sind alles Kaffeebohnen. Moment, hier oben habe ich noch. Ja, ich muss hier mal auf jeden Fall ein bisschen Ordnung reinbringen. Also wenn ich... Das hier oben ist ja, glaube ich, auch Kaffee. Oh, die sind auch bereit zum Ernten. Da kann ich da gleich... Kann ich auf jeden Fall gleich neue hinpacken. 25, wow. Warte mal, der Samen kommt ja sowieso weg, ja. Dann kommt hier nochmal Kaffee rein. Dann habe ich hier oben Kaffee. Also Kaffeebohnen sollten auf jeden Fall... Sollte auf jeden Fall klappen. Warte mal, und hier... Irgendwo muss ich dann auf jeden Fall noch Kakteen hinpacken. So, das kommt da rein, das kommt da rein. Na, sieht eigentlich ganz gut aus. War eine gute Ernte, muss ich sagen. Und durchs Gras bin ich eigentlich nicht immer so schnell. Was haben wir denn heute? Heute ist Sonntag. Ich muss auf jeden Fall erstmal... Muss auf jeden Fall erstmal hier rein heute. So, Dinosaurier-Ei. Das dort. Das
das da. Das packe ich mal hier unten hin. Dann kommt die Milch. Hier kann ich auf jeden Fall noch zwei Eier reinpacken. So, warte mal, hier ist noch ein Ei, habe ich gerade gesehen. So, dann kommt alles dort rein. 11 Mal. Die Früchte habe ich, die verkaufe ich alles. Die Jade kommt dort vorne rein. Ja, die Jade packe ich wieder weg. In die Kaliko-Wüste will ich jetzt nicht, aber heute schneit es auch nicht. Das ist sehr schön. Ach so, eine Dinger muss ich mir auch noch bauen da. So, das hier, mehr habe ich nicht. Kaffeebohnen ins Haus, kann ich auf jeden Fall wieder mal Kaffee. Kann ich auf jeden Fall Kaffee. Kaffee wieder anbauen, sehr gut. Muss ich nur schauen. Das wollte ich alles verkaufen, ne? Das wollte ich alles verkaufen. Kaffeebohnen noch nicht. Energy Drinks habe ich noch einen. Mal gucken, wie viel Kaffee wir hier rausbekommen. Ob ich meine Fässer da voll kriege damit. So, warte mal. Das sollte auf jeden Fall. Reichen, um noch. Ja. Um einiges an Kaffee zu machen. So. Die Klamotten, die packe ich hier oben rein, die Hüte. Da habe ich ja meine Sachen zur Dekorationskiste. So. Und dann müssen wir Gas aufsuchen und Pam aufsuchen. Und dann überlege ich, was wir heute noch machen. Also Pam ist auf jeden Fall hier. Pam möchte auf jeden Fall den Pilz haben. Aber hier sind erstmal auf jeden Fall ein paar Würmchen. Jetzt kriegst du deinen Pilz. Oh, violetter Pilz, genau was ich gesucht hatte. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Mal sehen, hier ist dein Geld. Ja, ich gebe noch die Aufgabe für Gas ab. Gemischter Samen. Winterwurzel. Winterwurzel, gemischter Samen. Alles gut. Mal gucken, wo Gas sich rumtreibt. Pam haben wir. Wo ist Gas gerade? Das ist Linus, Evelyn. Da ist Clint, da ist Gunther. Eigentlich müsste Gas hier sein. In der Kneipe. Die ist ja geöffnet von um 12. Dann können wir dem noch seine Kokosnuss. Können wir dem noch seine Kokosnuss geben? Keiner da? Echt nicht? Willy und Elliot, Krobus. Das ist Sandy, das ist der Zwerg. Wo treibt denn sich Gas rum? Ich kümmere mich heute um die Bar auf der Ingwerinsel, aber das würde ich davon abhalten, etwas zu kaufen. Der ist halt auf der Ingwerinsel. Dreifacher Espresso, nehmen wir mal mit, das Rezept. Ah, da müssen wir vielleicht doch auf der Ingwerinsel gehen heute mal. Das ist ja schönes Wetter. Was haben wir denn hier? Ein Tag, ne. Warte mal, kann hier Gunther was erzählen? Ne. Ne, dann müssen wir auf die. Dann müssen wir heute auf die Ingwerinsel gehen. Ah, ich habe ja mein Pferdchen hier. Ich habe sowieso keinen Teleporter mehr. Dann können wir mal auf das in das Strandresort gucken. Und dann kriegt Gas seine Urlaubsangelegenheiten wie diese können die lokale Wirtschaft wirklich erweitern. Ich bleibe besser nicht zu lange in der Sonne, sonst trocknet mein Schnurrbart aus. Alles klar. Da ist Gas. So.
erstmal deine Kokosnuss. Kokosnuss, das ist mal etwas Beruhigendes für meine Winteraugen. Die ist perfekt für meine Kokosnuss. Danke. Hey, brauchst du einen Drink? Ich habe einige besondere Getränke der lokalen Zutaten. Warte mal, ich kann ja auch... die Strandbar ist geöffnet. Morgen vorübergehend schließen? Nein. Müssen wir mal schauen, was du hier anbietest. Pina Colada, Wein, Mango, tropisches Curry-Rezept nehmen wir mit. Preiselbeersüßigkeit und ein Pina Colada will ich auf jeden Fall mitnehmen. Sehr gut. Wer bist du denn hier? Ach, Harry, ich weihe sie in ein kleines Geheimnis ein. Ich kann nur mit Schwimmhilfen schwimmen. Alles klar, vielleicht kommen ja sogar noch ein paar mehr. Ah, Schmetterlinge. Warte mal, ich habe hier auch eine Verkaufskiste. Das heißt, ich kann das ganze Gelumpe hier schon mal rausschmeißen. Gewachsen ist hier ja sowieso nichts, aber vielleicht habe ich hier noch ein paar Muscheln. Ich hätte natürlich die anderen Muscheln mitnehmen können. Dann hätte ich ja... Dann hätte ich hier definitiv die 70 voll bekommen. Ist natürlich jetzt total... Oder habe ich die... Oh, ich habe sie sogar mitgenommen. Ich kriege trotzdem keine 70 voll. Stimmt, ich habe die am Inventar. Wir sind nirgendwo mehr Muscheln. Wir sind absolut keine Muscheln mehr. Aber wir können jetzt zumindest zu den Piraten gehen. Oh, da hinten ist noch eine goldene Kokosnuss. Die ich nicht gesehen habe. Sehr gut, da haben wir 13. Vulkan-Dungeon möchte ich heute nicht machen eigentlich. Warte mal, da können wir sogar schürfen. Hier ist nämlich was Goldenes. Was habe ich jetzt bekommen? Kupfer. Natürlich. So, warte mal, das Holz, das behalte ich alles. Hier ist nichts fertig. Ah, das reicht halt immer noch nicht. Das sind nur 66 Muscheln. Mehr Muscheln gibt es hier scheinbar noch nicht. Die Omnigeoden nehme ich mit. Ich kann natürlich jetzt dort oben mal noch ein paar Steine klopfen. Wir haben ja, wie gesagt, bis 20 Uhr Zeit. Aber ich hätte mir halt noch einen Kaffee machen können. Es sind halt nur die beiden da hier. Aber es läuft von den... Warte mal, ich muss mir mal hier meinen... mein Geld abholen hier. Kann ja trotzdem nichts kaufen. Mangosprössling 75. Es reicht halt noch nicht. Es reicht halt echt noch nicht. Ich weiß noch nicht, wo es noch Muscheln geben könnte. Sehr gut. Ah, da habe ich einen Mangosamen. Den kann ich hier auf jeden Fall hinpflanzen. Dann gibt es hier Asern. Und Knochenstücke. Die brauche ich auf jeden Fall. Ah, das ist... Ärgerlich. Also das sind Geoden, zweimal Fasern. Hier habe ich ein versteinertes Bein. Das bringt mir aber nichts, das versteinerte Bein. Das brauche ich nämlich nicht. Wir können zwar mal schauen, aber ich glaube, ich brauche eher so einen Rückenwirbel oder irgend sowas. Nee, ich kann absolut nichts spenden, aber wenn ich die Rückenwirbel habe, bekomme ich da auch noch mal ein paar, Kokosnüsse. Und dann haben wir fast die,
Dann haben wir fast die 100 voll und können zum Mr. Q gehen. 19.40 Uhr, hier ist geschlossen. Aufgabe habe ich abgegeben. Da ist noch ein Krebsi. Und das mit den Diamanten, das müssen wir auch noch. Da muss hier dann irgendwann mal ein Dings auftauchen. Ein Vogel, so. Es ist 20 Uhr. Und haben immer noch keine Piraten da. Ah, oh, ist das nur Sonntag? Oder ist heute kein sonniger Tag? Ach Mann. Wir sind echt immer noch keine... Aber hier ist doch heute... Heute ist doch aber Sonne. Warum kann ich hier nicht reingehen? Oh, das gibt's doch nicht. Oder ist das hier unten? Ne, das ist nur Wasser. Das verstehe ich jetzt nicht wirklich. Da bin ich gerade etwas überfragt. Oder vielleicht, weil es Sonntag ist, dass Sonntag da nichts los ist. Das kann natürlich auch sein. Oder dass das nur an einem bestimmten Tag ist. Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Zum fahrenden Händler brauche ich nämlich sowieso nicht mehr gehen. Ja, das wäre fast perfekt gewesen. Ja, Rotfeuerfisch. Möchte ins Sterntautal zurückkehren, genau. Willi, bring mich mal zurück. Es ist nämlich schon sehr spät. Dein Laden ist auch zu. Ich habe aber ziemlich viel Geoden bekommen. Es gibt auch, glaube ich, dann bei Mr. Q so eine schöne Pfeife, dass wir unser Pferdchen jederzeit zu uns rufen können. Was auch richtig nice ist. Knochensplitter. Ich heb die mal auf. Irgendwas kann ich jedoch bestimmt gebrauchen. Wie viel haben wir? 66. Wir brauchen noch 5, 4, 9, 9 Muscheln noch. Also wenn wir noch einmal auf die Ingwerinsel gehen, bekommen wir da nochmal 9 von diesen Muscheln. So, das kommt alles hier rein. Hier kommen auf jeden Fall die Geoden rein und den Rest kann ich verkaufen. Ne, außer das kommt noch hier rein. Dann kommt der Samen noch hier rein. Da kann ich mir noch ein bisschen was an Asern machen. Wunderbar, 8 mal. Sehr gut, das passt auch hier hin. Läuft. Das kommt weg, das wollte ich mal... Ja, komm. Habe ich die Knochen hier gebunkert? Ich glaube schon, ja. Oh, nein, ich habe meine Muscheln verkauft. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Oder habe ich die in die Kiste getan? Nee. Doch, hier. Miesmuscheln. Das sind doch die. Habe ich sogar 119. Oh, ich habe schon gedacht, die sind weg. Warte mal, ich glaube, mein Schleimi muss ich auch mal ein bisschen Wasser geben, oder? Ich habe gedacht, die Miesmuscheln sind weg. Gott sei Dank hat das sich nicht bewahrheitet. Boah. So. Das nehmen wir alles mit. Käse möchte ich nicht essen, den einen kann ich noch verkaufen, das kann ich verkaufen. Boah, ich habe schon gedacht. Königin der Soßen müssen wir noch machen. Das Rezept brauchen wir auf jeden Fall. Also das kommt weg, das kommt weg, das. Käse kommt unten hin. Das Rezept holen wir uns auch gleich noch ab. Da ist sogar noch mal Wein fertig. Und ganz viel Käse. Sehr gut. So.
Moment, dann pack mal den da rein. Ah, 0 Uhr 20 schaffe ich schon. So, Käse weg. Gibt es wenigstens ein bisschen Geld noch. Und noch 21 mal Käse. Wein und Käse kann man auch gleich verkaufen. 4000, 7000, 4000 läuft. So, Königin der Soßen noch. Was für ein Rezept gibt es heute noch? Bruschetta, eine wundervolle, einfache Vorspeise, die wirklich die Qualität der Zutaten hervorhebt. Du brauchst Brot, Tomaten und Öl. Zuerst musst du das Brot grillen, dann schneidest du die Tomaten in Scheiben und legst sie auf das Brot. Dann mit etwas Öl beträufeln und servieren. Wie gesagt, super einfach. Du hast gelernt, wie man Bruschetta macht. Sehr gut, und ich gehe ins Bett. Und dann gehen wir morgen vielleicht nochmal auf die Ingwerinsel und schauen mal, dass wir uns einen Mangosetzling kaufen können. Bananen wird noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Euer Basti. Tschüssi. Zombie Apocalypse.